Axt noch mal. Ich krieg das blöde Ding nicht auf. Können Sie mir gerade mal helfen? Ah, natürlich. Schön. Augenblick. Und immer feste drauf, ja? Na also, bitte. Danke, Nobby. Bist ein ganz großer. Die Wochenshow. Die witzigsten Nachrichten der Welt. Mit Ingolf Lück. Anke Engelke. Marco Riemer. Bastian Pastewka. Die Wochenshow. Die witzigsten Nachrichten der Welt. Hallo und hallo und ganz herzlich willkommen zur Wochenshow. Mein Name ist Ingolf Lück und das sind unsere Themen. Endlich, Meerkosmonauten kehren zur Erde zurück. Sensation, Grippevirus größer als vermutet. Und Sekteneinstieg. Rudolf Scharping redet nur noch wirres Zeug. Das Verfallsdatum dieser Feststellung ist kürzer als das auf dem Joghurtbecher. Die Themen der Woche. In Japan sind in den nächsten zwei Wochen die Straßen wieder wie leergefegt, denn in München ist Oktoberfest. Den traditionellen Fassanstich übernahm in diesem Jahr Hollywood-Superstar Arnold Schwarzenegger. Unser Top-Reporter Horst Lemminger war vor Ort. Ja, so ist gut, Arnold. Immer feste Druck, wie beim Wiener Schnitzel. Am Donnerstag war der erste Scheidungstermin zwischen Ministerpräsident Gerhard Schröder und seiner Frau Hiltrud. Sie behält auf jeden Fall den Gemüsegarten und er bekommt den Schnitzelklopfer. Ich begrüße jetzt in Bonn Herrn Schröder. Guten Abend, Herr Schröder. Und die Frau in Hannover, Herr Schröder, die Sie einmal geliebt haben, Hiltrud Schröder, guten Abend. Davon kann keine Rede sein. Ja, ja, ist ja gut, Herr Schröder. Ja? Frau Schröder, Grund der Scheidung ist ja, dass Sie Ihrem Mann verboten haben, Currywürste zu essen, weil das angeblich blöd macht. Ja, dieser Gefahr ist mir natürlich ausgesetzt. Im Gegenteil, es ist lächerlich, die Debatte darauf hinzuorientieren. Herr Schröder, bitte jetzt keinen Streit, ja? Sie haben sich daraufhin ja die Wurstverkäuferin Doris Köpf angelacht. Man muss sich eine Alternative schaffen. Verstehe. Und bei Ihrer Doris konnten Sie dann so viel Currywürste essen, wie Sie wollten. Das sind eben mehr als 9 Millionen in 4 Jahren gewesen. Mehr als 9 Millionen Würste in 4 Jahren, Herr Schröder? In der Tat. Ah, verstehe. Deswegen auch dieses kleine Doppelkinn. Fast so dick wie ein Buch inzwischen. Frau Schröder, bitte. Ja, das muss doch jetzt nicht sein. Das macht mir sehr viel Spaß. Meine Damen und Herren, Sie sehen, die Fronten sind doch wohl verhärtet. Also vielen Dank für das Gespräch, Frau Schröder. Vielen Dank, Herr Schröder. Jedes Gespräch hat ein Ende. Nur die Wurst, die hat 2. Die Kriminalitätsrate, meine Damen und Herren, in deutschen Städten steigt immer weiter an. So hat man mir heute Nachmittag auf offener Straße den Witz für diese Moderation einfach geklaut. Deshalb jetzt direkt zu meiner Kollegin Mareike Lisierski. Dort, wo man früher Entspannung und Erholung finden konnte, findet man heute nur noch eins. Gewalt. Angst macht sich breit. Verunsicherung bei den Erholungssuchenden. Was kann man tun? Wie kann man sich wehren? Bei mir ist jetzt ein Mann, der sich mit Gewalt auskennt wie kein Zweiter, nämlich Hauptkommissar Wolf vom Polizeirevier Mitte. Herr Wolf, wie findet man insbesondere als Frau den geeigneten Schutz? Bitte. Fragen über Fragen, Ingolf, und damit zurück zur Wochenshow. Am Mittwoch startete Fußballmeister Bayern München mit einem Sieg in die Champions League. Nur Lothar Matthäus unterliefen einige Fehler. Er war mit seinen Gedanken ganz woanders. Mario, ich habe doch einmal in Italien gespielt. Da machen die viel mit Öl und so. Echt lecker. Pass auf. Das musst du dir merken. Olivenöl wird nicht ranzig, wenn man ein Stück Zucker mit in die Flaschen gibt. Lothar. Für diese Worte muss ich dir Dank sagen und muss mit dir natürlich auch anstoßen. Prost. Prost. Und nun der Nachrichtenüberblick mit der glänzenden Anke Engelke. Der Nachrichtenüberblick.
Nachrichtenüberblick. New York. Außenminister Klaus Kinkel besucht heute die traditionelle Stäubenparade in Manhattan. Kurz vor seinem Abflug fand er im Bundestag noch etwas Ruhe und Entspannung. Bonn. SPD-Chef Oskar Lafontaine bekräftigte auf der Bundespressekonferenz seinen Anspruch auf die Kanzlerkandidatur. Dies bekam vor allem Rudolf Scharping zu spüren. Sollten wir den Anlauf versuchen, zu einer Einigung zu kommen. Moskau. Der russische Präsident Boris Jelzin unterzeichnete am Montag ein Abrüstungsabkommen mit der NATO. Fachleute zweifeln jedoch an der Gültigkeit des Vertrages. Macht Spaß, unterschrieben. Dortmund. Der Verein Deutscher Moslems forderte auf seiner Jahreskonferenz die strenge Einhaltung religiöser Regeln. Auch beim abschließenden Bankett demonstrierten die Teilnehmer Einigkeit. So, wer bekommt denn jetzt hier den Schweinerollbraten? Der wird am nächsten Mal kommen. Nee. Und dann bekomme ich wieder Ärger mit eurem Papst. Nee, Jungs, das läuft nicht. Ja, das war der Nachrichtenüberblick. Zurück zu Luke. Danke, Anke. Nach dem Abtritt von Boxchampion Henry Maske fallen die deutschen Boxer vor allem durch unaussprechliche Namen auf. Der neue Hoffnungsträger heißt Trejcek Gratichek. Kurz vor seinem ersten WM-Kampf stand er der Wochenschau noch für ein Exklusivinterview zur Verfügung. Guten Abend. Nur noch wenige Minuten bis zum Jahrhundert-Fight zwischen dem amtierenden Weltmeister im Hyperschwergewicht Big Bull Bledsoe und seinem Herausforderer aus Sokreidistan Trejcek Gratichek, besser bekannt als Ralek der Balek. Ralek der Balek ist nun hier. Er spricht leider kein Deutsch. Deshalb hat sich der Ringsprecher bereit erklärt, für uns zu übersetzen. Wie bereiten Sie sich auf den Kampf vor, Herr Ralek? Mr. Ralek! Er spricht nicht nur kein Deutsch, sondern auch kein Wort Englisch. Dann fragen Sie ihn doch bitte in seiner Heimatsprache, wie er sich auf den Kampf vorbereitet. Und zwar ohne langgezogene Silben, wenn es geht. Bitte. Nichts, Brexit, niech będzie wiadomo. Dobrą noc, jak chcesz, jesteś blbej, ciurak po stronie, ze strony. Blakat budeś, dziwko ma, że odeszel sem z domowa. Kolegi od nie. Was hat er gesagt? Ach, nix. Nicht so wichtig. Jutimilui, sagte eins. Jutimilui, RTL. Was ist los? Worüber reden Sie da? Ach, nur so allgemein. Ja, dann fragen Sie mich jetzt bitte, wie hoch die Kampfbörse ist. Also, was er heute Abend verdient. Brick, wir sind jetzt hier, Monetski. Noch nicht. Sagte nicht. Ach, bitte. Noch nicht. Ach, bitte, bitte. Noch nicht. Doch, wie viel? Bitte, bitte, bitte. Noch nicht. Hey, bitte, bitte, sag doch. Bitte, bitte, sag doch. Noch nicht, noch nicht. Gut, damit gebe ich zurück ins Studio. Tschechinski, in der nächsten Woche wollen wir an. Er sagt... Nee, jetzt will ich es nicht mehr wissen. Ich will es nicht mehr wissen. Ich will es nicht mehr wissen. Ich will es nicht mehr wissen. La, la, la. Ich will es nicht mehr wissen. Es interessiert mich nicht. Es interessiert mich nicht. Gestern, meine Damen und Herren, strahlte das ZDF die 150. Folge von Ein Fall für zwei aus. Doch es gibt ein noch debileres Krimi-Duo im deutschen Fernsehen. Harry, fahr schon mal den Wagen vor Klein und Stefan, Tränensack Derrick, imitiert von Horst Tappert. Wir haben ihn zu Hause besucht. Herr Tappert, Derrick, Stefan, Horst. Auf dem Bildschirm immer der korrekte Kriminalbeamte, aber sonst sind Sie wohl so eine richtig kleine Drecksau. Privat ja, ja, ja. Ich lasse mich zu Hause manchmal sehr gerne ein bisschen gehen. Also. Ja, ein bisschen ist gut. Man hat mir gesagt, Sie setzen sich abends nackt ins Aquarium und machen eine Live-Sex-Show mit Ihren Fischen. Meine Frau sieht das gar nicht gerne. Das kann ich mir vorstellen.
Wer ist denn der Dompteur und wer der Hauptdarsteller? Das mache ich alles selber. Oh. Werden Leute wie Sie, also die, wie soll ich sagen, Fischliebhaber, denn von der Gesellschaft akzeptiert? Hier in Deutschland sind wir nicht gerade sehr verwöhnt. Wir müssen viel einstecken in Deutschland. Verstehe. Allerdings sollen Sie in Ihrer Show ja auch einige verbotene Stimulantien benutzen. Nee, überhaupt nichts. Das ist eigentlich nur ein bisschen so eine, wie nennt sich denn das? Creme? Ein bisschen ein Wachs. Ich muss das machen, weil... Ja, dann schon gut. So genau wollen wir es ja nicht. In jedem Fall macht sie das tierisch geil, oder? Absolut, ja. Vielen Dank, Horst. Und dann noch viel Spaß beim Fischen Petri Heil. Oder so. Die Presseshow wird Ihnen präsentiert von Autowaschen, dem Magazin für den gelungenen Samstagnachmittag. Willkommen zur Presseshow. Mit mir im Studio Bastian Pastewka. Guten Abend. Gleich am Montag überraschte Rudi Carrell die Öffentlichkeit mit dieser Schlagzeile. Ja, ich führe eine Ehe zu dritt. Mehr passten einfach nicht ins Wohnmobil. Über einen ungeheuerlichen Vorgang unterrichtet uns die ungeheure Tageszeitung. Nationalisten brechen in Bosnien-Herzegowina ein. Sie entwendeten 6 Berge, 4 Flüsse und 3 Kanister Mostar. Aufatmen für alle kinderlosen Paare. Die Bild-Zeitung meldet, Samenspender haben es jetzt ganz bequem. American Express sponsert die Aktion mit dem Slogan, bezahlen Sie einfach mit Ihrem guten Samen. Zum vorherrschenden Thema dieser Woche schrieb die sprachgewandte Taz aus Berlin. Reflexion der Komplexität der Betroffenheit. Besser auf den Punkt brachte es die Bild-Zeitung. Stewardess trieb's auf dem Flügel. Dafür vorgesehen ist eigentlich das Triebwerk. Die Westdeutsche Allgemeine Zeitung berichtet aus Essen über positive Neuigkeiten auf dem Messegelände. Schweißmesse jubelt. Die Klimaanlage funktioniert endlich wieder. War's denn witzig? Ja, ja. Der oftmals unterschätzte Express informierte seine Leser über die Gesetze der Physik. Golfball tötet Schaf. Mit etwas Geschick abgeschlagen tötet ein Golfball sogar ein Pferd. Am Puls der Zeit war in dieser Woche wieder einmal die Bild-Zeitung. Dort packte ein Sozialschmarotzer aus und bekannte, ich kenne alle Tricks und lebe gut vom Staat. Der Fokus hatte sogar ein Foto des Schnorrers. Das war die Presseshow. Die Presseshow wurde Ihnen präsentiert von Autowaschen. Diesmal mit der Sonderbeilage Kofferraum aufräumen. Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth erzieht die Abgeordneten zu mehr Selbstständigkeit. So lernten in der vergangenen Woche alle Abgeordneten das Schuhebinden und den aufrechten Gang. Naja, fast alle. Was gestern auf der Tagesordnung stand, zeigen wir nun in unserer Bundestags-Soap Bonanza. Sehen Sie nun eine weitere Folge der Erfolgsserie Bonanza. Diesmal mit dabei Gerhard Stoltenberg, Rudolf Schabing, featuring Gerhard Schröder und vielleicht auch mit mich. Über den Wolken, morgen muss die Morgen, Freiheit wohl grenzenlos, morgen. So, genug gesungen. Mir ist zu Ohren gekommen, dass der ein oder andere von uns Schwierigkeiten mit dem Lesen der Uhr hat. Daher habe ich den alten Hasen, Herrn Stoltenberg, gebeten, etwas Licht in das Dunkel zu bringen. Oh, sind die Schuhe laut? Na, laut die Schuhe an. Ja, das sind die Ledersohlen. Meine Damen und Herren, ich weiß gar nicht, wer diesen Schwachsinn auf die Tagesordnung gesetzt hat. Das Wichtigste bei der Uhr, und das wissen schon die kleinen Kinder, ist der große Zeiger. Aus diesem Grunde habe ich mir in meine Uhr einen extra großen Zeiger bauen lassen. Und deswegen plädiere ich abschließend für den großen Zeiger. Auf Wiedersehen. Mein Gott, diese Schuhe. Die,
hol dir mal andere Schuhe. Ja, ja, mach ich. Gerd, ja, ich stimme auch für den großen Zeiger. Danke. Also, Schuh möchte ich auch haben. Verehrter Herr Staltenberg, einen derartigen Unsinn habe ich schon lange nicht mehr gehört. Ich habe mich mein Leben lang auf den kleinen Zeiger verlassen und ich muss sagen, ich bin immer gut damit gefahren. Meine Urgroßmutter hat damals schon gesagt, die Uhr ist rund und eine halbe Stunde dauert 90 Minuten. Ich danke Ihnen. Falsch! 60 Minuten! Oh, hat hier einer die Null gewählt, oder was? Meine sehr verehrten Damen, liebe Genossen, ich bin stopp, der Ma- Stopp! Sie sind noch gar nicht dran, Herr Gysi. Wie spät ist es auf Ihrer Uhr? Tja, tschüss, Gysi. Gut, die Alte ist wieder sauer. Na, Entschuldigung. Ich möchte hier an dieser Stelle mal kurz etwas einwerfen. In Wirklichkeit geht es hier doch nur wieder um die Unterdrückung der Frau. Ja, Frau Nichols, während Sie das Mikrofon reparieren, unterhalten wir uns weiter über die Uhr. Herr Dr. Dr. Helmut Kohl, bitte. Frieda, ein D reicht. In Ordnung. Demnächst nur noch ein Doktor. Hallo. Reg dich ab, Bub. Wir haben doch Zeit. Also, ich zumindest, denn die Zeit der Großen und kleinen Zeiger ist bei mir längst vorbei. Ich hab mir eine Digitaluhr gekauft. Da stehen nur Zahlen drauf. Sogar meine Frau, die Hannelore, ist ganz wild auf meine Uhr. Das wäre auch was für mich. Wenn's zum Beispiel 3:15 ist, dann sagt die Hannelore immer, du Schatzi, es ist jetzt 3 geteilt durch 15. Kannst du mir das eben mal ausrechnen? Hat Norbert Blüm wirklich alles verstanden? Wird Gerhard Schröder finden, was er sucht? Und warum sieht Klaus Kinkel gar nichts mehr? Antworten auf diese und andere Fragen in der nächsten Folge von Bonanza. Und gleich sehen Sie noch in der Wochenshow Herbert Körgens live am Telefon und unseren Hit-Tipp mit Rita Süssmuth. Also bleiben Sie dran.